Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns einmal kurz an, wie wir auf dem Dashboard in Cello einzelne Angebote und Kurse filtern können. Normalerweise kommen Sie nach dem Login in einen ähnlich diesem Bild aussehenden Screen. Sie haben Ihr Dashboard, auf dem zentral in der Mitte alle Kurse angezeigt werden. Standardmäßig wird es wahrscheinlich der Blick einmal nach links gerichtet, sich um alle Kurse handeln, die mal belegt wurden. Wir haben hier verschiedene Filterfunktionen, laufende Kurse, vorherige, zukünftige oder gegebenenfalls auch Favoriten oder einfach alle Kurse. Sie können das hier einstellen auf zum Beispiel laufende Kurse, den Filter anwenden und sehen dann den einen Kurs, der gerade für Sie aktuell relevant ist. Sie können dann auch wieder zurück auf alle Kurse. Wichtig zu wissen an dieser Stelle ist, dass die Auswahl, die Sie hier getroffen haben, sei es bei Kurs, Namen oder Programm, auch nach dem Login für Sie gespeichert wird. Wenn Sie hier zum Beispiel alle Programme nehmen, würden die auch ausgewählt werden. Wir wollen hier einmal auch eine Funktion ergänzend benennen, die auch neu ist. Es gibt die Möglichkeit, sogenannte Favoriten zu erstellen. Klicken Sie einfach auf dieses Herzsymbol und haben dann später die Möglichkeit, auch nach Favoriten filtern zu können. Gehen wieder zurück auf alle Kurse, lassen uns die anzeigen. Eine andere Möglichkeit, die Sie auch haben, ist natürlich über das Datum zu suchen oder auch in der Sichtbarkeit sich hier die Kurse nicht als Kacheln, sondern in einer Listenansicht anzeigen zu können.